So Leute, da haben wir die nächste Sleeve Combination. Diesmal wieder drei Sachen, auch wenn das hier ein bisschen getrickt ist, weil das sind zweimal Inner Sleeves. Man sieht hier auch, die ist bei mir aus dem Local Game Store. Das, wissen viele, ist meine absolute Lieblingssleeve. Ich habe die hier noch in offen liegen, ich habe die hier in benutzt liegen. Da war das Caracas vor Ewigkeiten gerade eben noch drin. Also vor Ewigkeiten, als ich gerade eben angefangen habe, das Video zu starten, bevor ich mich geupsettet habe. Wo fange ich an? Ich fange erstmal bei den Smokies an. Das sind die Smoky Inner Sleeves. Finde ich persönlich ziemlich cool vom Stil her, wenn ihr seht. Das sind wirklich coole Sleeves. Ich hoffe mal, ich habe jetzt auch die Toploader. Weil Sideloader wären jetzt der Graus. Ne, ist ein Toploader. Wunderschön. Bei diesen ist es so, man sieht ja, die ist ja sehr viel dunkler. Und wenn ich da jetzt die Karte einsleeve, Style klar, schließt unten gut ab. Hat leider keinen Platz, so wie bei den KMCs, sondern schließt sehr straight ab. Und der Rücken ist dann sehr dunkel. Es gibt Witzbolde, das darf man tatsächlich machen. Die machen das so rum und sleeven dann ihre Karten so. Wenn man dann noch eine Sonnenbrille trägt, schwierig. Wenn man jetzt überlegt, das hier ist eigentlich eine Vollkarte und ach, da sieht man es. Ja, kann man machen. Ist, glaube ich, jedem selber belassen, ob es einem gefällt oder nicht. Mir persönlich gefallen die normalen Inner Sleeves von Drang Shield nicht so gut, weil sie eben auch sehr... Ach, ich kann die direkt draußen lassen. Die wird hier nachher auch noch mit zerstört. Weil die doch sehr dünn sind. Auf der anderen Seite sind sie, glaube ich, die einzigen Hersteller, die diesen Smoky anbieten und deshalb schon sehr cool. Gucken wir uns... Ich mache die Packung nicht auf. Ich nehme die hier. Ja, ich habe getrickst. Ich habe sie aufgemacht. Haha, nicht. Diese Inner Sleeves mit dieser Lasche dran. Ich weiß nicht, man sieht die nicht so gut, weil die wirklich sehr klar sind. Man setzt die Karte halt ein, setzt dann hinten die Lasche rein, knickt die dann um und setzt die Lasche dann hoch. Der Nachteil, der passieren kann, der jetzt auch gerade hier schon passiert ist, ist, guck mal, dass ich das einfange, hier unten. Diese Detcher, die fühlt man durch die Hülle nicht, man sieht sie nur, passieren bei meiner Methodik tatsächlich leider. Aber ich mag die Resealable. Gerade, sie liegen oben an, sie liegen unten an. Sie sehen wunderschön aus. Inner Sleeven ist damit ein kleiner Graus. Also man kommt da schon mal ins Fluchen bei diesen Hüllen. Vor allem, wenn man dann ein Commander-Deck da reinsleeft, hat man auch keinen Platz mehr dafür und sonst was. Und dann normale Drang Shield. Ich bin jetzt mal so fancy gewesen und habe Brushed genommen, weil Brushed so meine Lieblingshüllen von Drang Shield mittlerweile geworden sind. Gut, dass ich zaubern kann. Man sieht, es ist relativ kristallklar. Sie schließt unten halt sehr gut ab. Sie hat oben Luft. Diese Hüllen sind stabil wie sonst was. Was steht da drauf? Omina Enim Unum. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt, was das heißt. Ich wurde auch ganz hart dafür geflamed, weil ich es nicht wusste. Wunderschönes Feeling. Ich mag die Drang Shields, egal ob normal, also hier matte Back, Art Sleeves, was auch immer. Wenn es um Outer Sleeves geht, sind die Drang Shields bei mir ganz weit vorne mit weg, neben den Katanas. Ich mag das Setup, es lässt sich sehr gut sleeven. Kann man machen. Ich finde halt, die normalen Drang Shield Inner Sleeves sind sehr dünn. Die jetzt auch. Oh, oh mein Gott. Was ist das denn? Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Geht doch. Hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert im Vergleich zu den anderen Marken, die wir davor hatten. Hm. Strange. Obwohl die so dünn ist, sind die sogar besser als die KMCs in dem Test. Und natürlich dieses etwas strange Gebilde. Ja, nee, die ziehen wir einfach nur lang. Wow. Dann, ich will es eigentlich gar nicht machen, wenn man sich mal anguckt, wie hübsch die doch sind. Und die sind halt nicht da drauf irgendwie gedruckt oder sonst was, sondern sie sind einfach wirklich, die sind darauf gedruckt, aber halt sehr schön. Uff. Was so? Entschuldigung, ich habe ein bisschen Kraft aufgewenden müssen. Ja, Drang Shields. Für mich bisher das beste Setup. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.